Nein, 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 nein! Oh Gott! Ah. So, wir haben einiges fertig gebaut und ich sag willkommen zurück und dann gucken wir erstmal bei Bauleiterin Todette rein. Sauber, das Erdgeschoss des Hauptgebäudes wäre schon mal fertiggestellt. Ist es nicht einfach perfekt? Ich finde, dafür habe ich eine glatte 1 mit Sternchen verdient. Ja. Wo soll es weitergehen? Das kann ich mir noch nicht leisten, okay? Ich brauche noch ein paar mehr Mücken, und zwar 270, um genau zu sein. Hol dir beim Vorarbeiter ein paar Aufträge ab und verdiene so viele Münzen wie möglich. Denk immer dran, dass es für einen guten Zweck ist. Na gut, dann gehen wir einmal zu ihm hier, zu dem kleinen Eumelkopf. Aufträge zu vergeben. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Okay, hier haben wir schon mal alles geschafft. Dann haben wir jetzt schöner Wohnen mit Knochen trocken. Ich will meiner Wohnung mal einen neuen Anstrich verpassen. Etwas Lava wäre auch ziemlich funky. Wenn meine Gäste dann im Knochentrockenpanzer darauf umherfahren müssen, würde ihnen sicher die Kinnlade runterklappen. Alles klar. Ja, dann vielen Dank, lieber Toad. Viel Spaß da draußen. Dann gucken wir mal, wie das hier abgeht. Wir sind im Super Mario Bros. 1 Style. Dann gucken wir doch mal. Nein, ah, den hätte ich, glaube ich, nicht wegkicken sollen. Sondern da rein. Ja, ich dachte es mir schon. Okay, einmal hier hin. Okay, das klappt ganz gut. Und lass mal rein hier. Fahr mal rauf. Was haben wir hier jetzt Feines? Ah, okay. Boah! Das war knapp. Kann ich hier rein? Nein. Ah. Ah, man kann sich auch in so einen Knochen trocken verwandeln. Das finde ich ganz, ganz witzig. Hier vorbei an den Hotheads. Wo geht's nun hin? Hier unten drunter her. Ja, gut, jetzt muss ich nochmal einmal warten, sonst werde ich hier zerquetscht. Okay. Dann hier lang. Komm ich schon rauf? Ja, komm ich. Hälfte gepackt. Na, egal. Na gut, das warten wir jetzt einmal ab, bevor wir unten lang gehen. So. Oh Gott, hier gibt's einen Bowser. Nein! Oh, ich bin so düsselig. Ich hab's doch jetzt fast geschafft. Ja, es fängt richtig gut an. Drei Leben noch? Ja, ja. Das werden wir nicht machen. Okay, so, einmal hier lang. Die Kacke ist jetzt, dass wir klein sind. So. Da kann man rein. Wird man zerquetscht? Ja, wird man. Okay. Die Münze holen wir uns auf jeden Fall noch. Wir können ja alles an Moneten gebrauchen. Komm schon. Oh, das war knapp. Da war ich wieder knapp dem Tod von der Schippe gesprungen. Immer hart an der Grenze. So ist er, der Herr Rock. Okay, man kann auf Bowser rumhüpfen. Werde ich mal machen. Mal gucken, ob ich ihn auch so besiegen kann. Würde ich nämlich viel cooler finden, als einfach nur auf den Schalter zu springen. Jo, kann man. Und geschafft. So nah war ich dran. Dafür habe ich 2 Leben verschwendet. Sehr toll. Ich bin echt stolz auf mich. Es hätte schlimmer werden können. Gucken, ob die Moneten jetzt schon reichen. Ich weiß gar nicht, was braucht man mit 270. Ne, wird nicht reichen. Ja, 70 Mücken brauchen wir noch. So. Aufträge zu vergeben. Ich sag immer wieder dasselbe. Wüstenwirbel.
Hihihi, ich habe eine Wüste Wirbelwinde heraufbeschworen. Wer trotzdem das Ziel erreicht, kriegt eine Belohnung. Wenn du hoch hinaus willst, drücke B am tiefsten Punkt in einem Wirbelwind. Vom Magie-Ass oder vom Magic-Ass. Let's go! Gucken wir mal. Mario Brothers 3 Style. Verdammt, wie war das nochmal mit dem tiefsten Punkt? So. Alles klar. Schmeiß mal her den Pilz. Kriegt man hier irgendwas, wenn man die alle kaputt macht? Ein Leben. Immerhin. So auch nett. So, den hätten wir auch. Kann man bestimmt rein, ja. Man hätte in jeder von denen reingekonnt. Das ist doch auch toll. Naja. Nein! Muss ich noch ein extra warten? So. Okay, wie schaffe ich das? So. War ganz einfach. Haben wir da? Nix. Krieg ich die Sachen irgendwie kaputt? Hm. Okay, hier einmal runter. Und das war's schon. So, das sollte jetzt aber reichen. Ja. Jetzt haben wir genug und können endlich wieder einen neuen Teil bauen. Alles klar. Gehen wir zu Madame. Willst du den Stand der Bauarbeiten sehen? Ne, ich will bauen. So, 1200 fürs Hauptgebäude. Ja, der Bau kann beginnen. Alles klar. An die Arbeit, Leute. So, und jetzt heißt es garantiert wieder ordentlich ansammeln. Die Bauarbeiten am ersten OG des Hauptgebäudes haben begonnen. Los, es warten sicher noch Aufträge auf dich. So, 6 neue gibt's sogar. Dann zeig mal her. Springen verboten. Oh Gott, das hört sich aber anstrengend an. Junger Freund, das hier ist eine Herausforderung für echte Stars. Kannst du den Level abschließen, ohne je zu springen oder runterzufallen? Kleiner Tipp, halte Y gedrückt, um schneller zu laufen, aber nur im richtigen Moment. Der Zirkusdirektor. Boah, das hört sich nach einer ganz guten Herausforderung an. Also man darf nicht springen. Hm. Erreiche das Ziel, ohne den Boden zu berühren, nachdem du ihn einmal verlassen hast. Oh Gott. Ja. Okay. Okay, von denen darf ich mich da nicht erwischen lassen. Oh, das war knapp. Okay, hier haben wir schon mal eine Münze bekommen. Ah, okay, dann komme ich wieder da raus. Jetzt geht's hier weiter. Okay. Die Geister. Nicht schlecht gemacht.
Okay. Na, das ist ja unfair. Ich hätte jetzt warten müssen. Okay, jetzt kann ich die Zielbedingungen nicht mehr besiegen. Also muss ich einen Neustart machen. Aber auch ein bisschen blöd, dass das Level da nicht von selbst aufhört. Ich glaube, fürs erste Mal war das gar nicht mal so dermaßen schlecht. Es ist auf jeden Fall eine echt witzige Idee, das Ganze so zu machen. So, den haben wir einmal. Dann einmal hier durch. So, die 10er-Münze nehmen wir wieder mit. Dann kommen wir hier raus. Warten, bis wir da wieder den Boden berühren. Okay. Ich weiß auch gar nicht, das ist, glaube ich, Super New Super Mario Bros. Style, oder? So, hier muss ich die Geister anlocken. Alles klar, die haben wir. Die Lümmel. Nein, verdammt. Nein! Oh Gott, jetzt werfen die auch noch Sachen. So, und hier darf ich jetzt nicht runtergehen, bis ich wieder fallen gelassen werde. So. Jetzt haben wir es auch richtig. Oh Gott. Einmal den Kalli hier herholen. Komm her. Komm, du Lümmel. Bleib stehen. Ja. Ja, okay. Ja gut, da habe ich jetzt keinen Pilz bekommen, weil ich zu spät darüber gegangen bin. Warten wir mal, bis die Flammen hier wieder abebben. Oh, das ist jetzt aber hart. Na komm, mach schon. Das muss doch eigentlich jetzt schon heiß an den Füßen sein. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Explodiert einfach nur. Okay. Hm. Ich hätte ihn wahrscheinlich weiter zu den Münzen hinlocken sollen. Ah, okay. Verdammte Scheiße! Oh Gott! Ja, neu starten. Boah, das ist aber super, super, duper schwer. Okay, jetzt wieder ganz von vorne. Nein, mach schon. Wir schaffen das auch so. Das Schlimme ist, dass man bei solchen Sachen immer irgendwann ungeduldiger wird. Und dann schafft man es erst recht nicht. Wahrscheinlich werde ich gleich irgendwann so schnell rennen, dass ich einfach mal vom Boden abhebe. Das haben wir auch. Okay. Der erste Raum ist echt easy. Ja, selbst das kriege ich, glaube ich, jetzt mittlerweile hin. So, hol du mich mal ab. Nein. Oh, ich habe doch nur in die andere Richtung geguckt. So, einmal durch. So weitermache, brauche ich gleich eher ein paar neue Leben. Ich habe nur noch 2 Stück. Ist auch gar nicht, werden die nicht dazu addiert? Wenn man den Modus neu startet, hat man scheinbar wieder 5. Ich könnte schwören, dass ich beim letzten Mal noch mehr Leben hatte. Mal hundertprozentig sicher bin ich mir jetzt nicht, aber... Okay, diesmal werden keine Münzen von denen geschossen.
So, okay. Wir sind wieder einen weiter. Gucken, ob wir diesmal das Leben bekommen. Das wäre ganz praktisch. Komm, fall runter. Ja, das sieht gut aus. Was bekommen wir diesmal? So, mal gucken, ob wir jetzt hier auch... Zünden mal an den Lümmel. Nein! Alter, aber nicht so! Explodiert schon! Oh, verdammte Axt! Das gibt's... Oh, nein! Oh Gott! Boah, das Level nervt mich jetzt schon unheimlich an. Es ist wirklich eine gute Idee, aber es ist auch so kackenschwer. Das gibt's doch gar nicht. So, da kommen wieder die Bullet Bill Heinis. Diesmal werden auch wieder ein paar Münzen geschossen. Okay, jetzt der Geist, der Große. Ich glaube, ich kack was auf die Münzen. Ja, ich kack was drauf. Egal. Jetzt kommt der Teil, an dem ich vorhin gestorben bin. Okay, diesmal habe ich ihn geschafft. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich zu diesem... Ah, ich muss tatsächlich dahin. Das sah mir sehr schwer aus mit dem Steuern. Ja, das bedeutet, ich muss auf ihn drauf. Ah, okay, hier ist schon das Finale. Okay, geschafft ist geschafft. Puh. Okay, das war bis jetzt wirklich mein Härtetest. Also, cooles Level. Geile Idee, kackenschwer. Muss ich jetzt eigentlich warten, bis das erste Obergeschoss da fertig ist? Oder kann ich jetzt, nachdem ich das angestoßen habe, auch mit dem Bau von anderen Teilen beginnen? Gucken wir mal. Willst du den Stand der Bauarbeiten sehen? Hm, nee, kann ich nicht. Okay. Im Moment können keine neuen Arbeiten angefangen werden, aber es kann nicht schaden, weitere Aufträge zu erledigen. Oder du sprichst mal mit den Bauarbeitern, das motiviert sie sicher. Können wir gerne mal machen. Quatschen wir mal mit denen. Westflügel EG ist tutto completo. Am liebsten würde ich sofort mit dem ersten OG weitermachen, aber dafür muss erst einmal das Hauptgebäude 1 OG fertig werden. Okay. Hat der Hund noch was Neues? Wow, wow, wow. Ich habe einen Auftrag für dich. Oh, wow. Okay. Danke schon mal. Der Kettengreifer greift mit Eifer. Wow, wow, ich habe einen Auftrag für dich. Auf meinem Weg beim Gassi gehen werde ich immer von Kettengreifern gegriffen. Zeig mir mal, wie ich an denen vorbeikomme. Okay. Alles klar, rückgängig Hund. So ein bescheuerter Name. Der rückgängig Hund. Erreiche das Ziel, ohne von Kettengreifern gegriffen zu werden. Ja, super. Ich gebe mir Mühe. Aber diesmal darf ich springen. Thank you.
Okay, das ist alles momentan noch machbar. Aber weit weg von easy peasy. Muss ich jetzt nach links oder nach rechts? Nach rechts am besten. Okay. Das war knapp. Ich traue mich jetzt gerade nicht hier runter zu rutschen. Verdammte Axt, ihr Pissnelken! So, jetzt müssen wir aufpassen. Scheiß was auf die Zehnermünze. So, lass mal eben kurz den Knochen hier rumfliegen. Okay. Was bist du für einer? Okay, jetzt müssen wir fliegen. Scheiße, ich habe nicht gesehen, dass da oben diese Moppets sind. Oh Gott. Ah, geschafft. Zack. Das wird der Hund auch können. Ruff. Das war doch ganz einfach. Kriege ich jetzt irgendwas Besonderes von dem? Ich finde, der könnte mir ruhig noch ein Goodie geben. Ah, vielleicht haben die sogar auch Aufträge. Insgesamt, guck mal, hat der noch was? Der hat noch ein Ausrufezeichen. Ich habe einen neuen Auftrag für dich. Ja, zeig mal her. Danke schon mal. Uff. Evakuierung im Panzer. In letzter Zeit ist nachts immer so windig und regnerisch. Uff. Bitte bring mir irgendwas, worunter ich mich verstecken kann. Uff. Okay. Oh Gott, ich habe nicht gelesen, was die Aufgabe ist. Was müssen wir holen? Evakuierung Panzer. Erreiche das Ziel in einem Knochentrockenpanzer. Okay. Also ähnlich wie das, was ich vorhin schon mal gemacht habe. Außer, dass es jetzt, verdammte Axt, ich tot bin, weil ich hätte reinspringen müssen. Boah, ich war mir jetzt echt nicht sicher, ob ich nicht jetzt schon verrecke. Komm schnell, komm, komm, komm! Junge, Junge! Oh Gott, das ist nicht einfach hier. Ja, die muss man auch erstmal sehen. Okay. Oh yeah. Ja, ja, komm. Komm, lass runter. Komm, komm, komm. Das war hier ziemlich mittig, meine ich. Ja. Nein! Und dann war es ziemlich weit nach oben. Scheiße! Okay, das Level ist auch gut herausfordernd. Komm schon. So, hier bleiben, dann nach links, dann nach rechts. Scheiß was auf die Münze da. So, kamen jetzt schon die Bullet Bills? Ja, Bomse.
Nein, 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 nein! Oh Gott! Ah! Komm, gib mir einen neuen. Ja, schade. Oh yeah. Ja, natürlich noch einmal versuchen. Luigi, überlassen, wer bist du denn? Okay, man geht hier wohl nicht richtig Game Over. Tja, wie sagt man so schön im Ruhrpott, scheiß der Hund drauf. In dem Fall wirklich. Ja, ich habe keine Ahnung, wo der Köter Gassi gehen will. Jetzt komme ich wieder zu der Stelle, wo ich gerade war. Die Frage ist, ob ich da wirklich so lang gehen soll. Ja, muss ich sogar. Ich hatte die Hoffnung, ich könnte da drüber springen. Schon wieder so ein bisschen was von auswendig lernen hier. Bullet Bills, ja. So ein Pilzchen, um vielleicht mal ein klein bisschen größer zu werden, wäre vielleicht auch ganz nett. Ich hoffe, das schaffe ich jetzt hier noch. Ja, schaffe ich. Das haben wir gepackt. Bei dem gleich vielleicht ein bisschen abwarten. Bei dem hier. Da nehme ich jetzt erst einmal nach oben. Und dahinter ist schon das Ziel. Ich fasse es einfach nicht. Jetzt gerade schön schaffen können. Naja, okay. So, ich hoffe, du kannst jetzt in Ruhe Gassi gehen. Dreckstöhle. Huch, was ist das denn? Das ist jetzt seine Hundehütte. Ich habe noch einen Auftrag für dich, Wuff. Oh Gott, die sind so schwer. Danke schon mal. Oh Gott, die Kettenhunde sind los. Sie hat den höchsten Schwierigkeitsgrad. Mein üblicher Weg beim Gassigehen ist voller Kettenhunde. Bitte zeig mir, wie man da durchkommt, ohne zu springen. Boah, ohne zu springen. Warum lasse ich mich nur darauf ein? Verdammt! Hier sofort losrennen. Schaffe ich das dann?
Nee, ich muss unter ihm drunter herlaufen. Luigi geht mir ein bisschen auf die Nüsse. Haha, ich dachte, das schaffe ich. Okay, das ist echt nicht easy. So, noch mehr Kettenhunde können ja doch nicht sein. Oh Gott, ist das sowas? Und ich hätte mehr verdient als nur ein Yay. Ich will kein Yay, ich will ein paar Leben haben. Oh Gott. Sehr gut. Oh, das ist das Beste. Ach, cool. So, ich hoffe, der Hund hat jetzt so langsam keine Aufträge mehr für mich. So ein bisschen... Oh, schön, ich habe ein Kleid bekommen. Okay, erhalte Baumeisterkleidung, kannst du in Level aus aller Welt einsetzen. Aha. Und das Hauptgebäude ist fertig. Das ist das erste OG. Und das ist doch mal was. Danke, dass du dich um meine Aufträge gekümmert hast, Ruff! Ja, bitte. Hauptgebäude fertig.